Wie kann man Zivilisationskrankheiten durch webbasierte Lebensstilinterventionen in den Griff kriegen? Das verraten unsere Experten in diesem Video. Andreas Rothgangl ist Gesundheitswissenschaftler, Physiotherapeut, Dozent und Mitglied des Forschungszentrums Nutrition, Lifestyle and Exercise an der Süd University of Applied Sciences Herlehen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum PT-Fachvideo mit Andreas Rothgangl. Andreas, du hast uns ein spannendes Programm mitgebracht mit dem Namen Beta. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, Beta ist eine personalisierte, auf systembiologisch identifizierten Subtypen basierende Lebensstilintervention. Und im Fokus des Programms stehen eigentlich immer drei Komponenten. Ja, individuelle Bewegungs- und Ernährungsprogramme und das Erarbeiten einer gesünderen Lebensverhaltensweise. Und bei dem Beta-Programm ist es so, dass wir die Teilnehmer eigentlich maßgeschneidert auf bestimmten Subtypen darin unterstützen, ja, nachhaltig einen gesünderen und aktiveren Lebensstil zu erreichen. Und wer ist da alles involviert in dieses Projekt? Das Beta-Programm besteht im Kern aus verschiedenen Mitgliedern unseres Forschungszentrums für Bewegung, Ernährung und Lebensstil, ja, der Söld University in Herlen. Das ist Susi Braun, Jan Schrun, Iris Canera, Melanie Klein und ich. Und wir arbeiten immer eng zusammen mit anderen Fakultäten der Universität, zum Beispiel Lektorat Gastronomie von Peter Klosse und dem Coworking Space Keske in Kerkrade. Das heißt, wir versuchen immer möglichst interdisziplinär und interfakultär die Programme durchzuführen. Welche Ziele verfolgt ihr denn? Mit dem Beta-Programm möchten wir allen Bürgern, die insgesamt vitaler werden möchten oder bleiben möchten, auch verschiedenen Patientengruppen mit Übergewicht zum Beispiel oder Zivilisationskrankheiten, die möchten wir langfristig darin unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Und das Beta-Programm ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wo es in Zukunft wahrscheinlich hingehen wird, mehr zu einem personalisierteren, ganzheitlichen Ansatz, der wahrscheinlich auch günstiger ist als unser traditioneller One-Size-Fits-All-Ansatz im Gesundheitssystem. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wie werden diese Phänotypen denn identifiziert? Ja. Also grundlegend ist es so, dass man anhand von verschiedenen Biomarkeranalysen im Blut und Urin verschiedene Symptomcluster feststellen kann in einer Patientengruppe, zum Beispiel Diabetes. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, mittlerweile anhand von einem Fragebogen, von sogenannten Schlüsselfragen, Key Questions, diese Subtypen zu identifizieren. Jetzt haben wir diesen Fragebogen auch schon in die App integriert. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte meinen individuellen Subtyp bestimmen und kann jetzt hier einzelne Fragen entsprechend beantworten, ob sie auf mich zutreffen und mein Beschwerdebild zutreffen, Symptome oder nicht. Und am Ende, wenn ich das gemacht habe, ja, wird anhand von einem Algorithmus entschieden, welcher Subtyp trifft in meinem Fall am ehesten zu. Mhm. Und wenn ich diesen Subtyp identifiziert habe, wie geht es dann weiter? Ja, auf Basis der Subtypen bekommt man hier über die App auch erstmal konkrete Empfehlungen in Richtung Bewegungsprogramme, Ernährungsempfehlungen, aber auch ein Stück weit Mindset, also Verhalten, gesünderes Verhalten. Aber wir haben natürlich immer dann konkrete Bewegungsprogramme zusammen mit einem Coach, Bewegungscoach oder auch Ernährungscoaches, die einen dann individuell betreuen. Mhm. Wie werden denn die Klienten dann langfristig weiter betreut? Naja, das Beta-Programm ist eigentlich ein Blended-Konzept. Das heißt, wir haben erstmal 12 Wochen ein betreutes Programm durch die Beta-Coaches. Und danach, im Anschluss an die 12 Wochen, werden wir die Teilnehmer weiter betreuen über eine eHealth-Plattform, ja, wo man dann sich selbst einen eigenen Subtyp monitoren kann und immer auf Basis dessen ein konkretes Programm bekommt. Und wie geht es mit dem Programm an sich jetzt weiter? Wie sieht die Zukunft aus? Naja, momentan sind wir dabei, das bestehende Programm, Beta-Programm für Leute mit Übergewicht zu verfeinern. Und in Zukunft werden wir das Projekt dann auch auf Patienten mit Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Rheuma, COPD ausweiten. Ne? Da haben wir mittlerweile auch schon Subtypen identifiziert, die wir dann mit diesem Programm personalisierter behandeln möchten. Da sind wir schon ganz gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ja.
Mehr Infos zum Thema findet ihr im PT-Fachartikel. Vielen Dank fürs Zuschauen.